ist alles aufgekommen in der Gegend. Riesenlöcher. Keine Ahnung, sind das Wildschweindeln? Wahnsinn. Da richtig aus. Da unten ist schon alles feucht. Das ist wieder ein gewaltiger Anblick. Wahnsinn. Ja, servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, ich stehe da wieder neben so einem Baum, was ordentlich bearbeitet ist von Spechten. Ja, Strandl, heute fahre ich wieder ein bisschen mal um. Ich möchte mich gleich entschuldigen, man hört die Straßen, die ist gute 3-4 Kilometer entfernt, aber die Kulissen treibt so genau um. Ja, was so ist. Ist so. Ja, ich möchte nur ein bisschen wieder durch meinen Dschungel zischen. Machen wir es ein bisschen gemütlich, Kaffee, vielleicht ein kleines Superl, schauen wir mal. Wir haben noch ein super Wetter und das will ich noch ausnutzen. Also schauen wir mal, was wir entdecken. Wow, da der ganze Baum ist mit Lianen übersät. Ja, der bringt ihn sicher zum Aussterben. Überall schon die Blauen drauf, kommen schon langsam. Wird schon bald schön grün sein. Etliche Bäume befallen mit diesem, weiß nicht wer das macht, ist das ein Wurm? Die ganze Rinden ist schon weg. Ja, leider, der Wind dreht sich da immer wieder um. Einmal hört man gar nichts von der Straße. Ja, da ist ein Baumschild drüber gelandet. Dann ist wieder der Urgrabeur hier. Ja, kann man nichts machen. Ah, da liegt eine schöne Menge. Alles relativ frisch umgekracht. Da habe ich noch so einen austrickerten Ort Tümpel gefunden. Gefunden. Eine etliche Tierspuren durch den Schlamm, so wie es ausschaut. Und da ist auch noch ein bisschen Wasser drinnen. Ah, ein bisschen Wasser ist da noch herin. Alles voller Veilchen da. Da riecht es auch dementsprechend gut. Schupperstiefel von einem Schweinchen. Ach, recht imposant da. Da schauen wir mal, ob wir da ein Stück weit auf hier kommen. Sehr schön da. Sehr schön. Da unten noch Spuren, die Schweinerl durchgehen. Ja, vielleicht auch die Rehleins. Ein richtiges Biotop da. Wunderschön. Ja, der Wald da ist wieder mal extrem ruhig. Ich habe immer wieder einen dezenten Wildschweingeruch in der Nase. Das kann natürlich auch von da unten sein, wo sie sich gesuhlt haben. Da wird sich der Geruch ja auch halten. Aber da kann hinter jedem drum kann so ein Viechelvierer springen. Ja, gewaltig, man weiß ja nie, wer da drinnen wohnt, der sich das schönes Haus hergerichtet hat.
Da schaut es auf alle Fälle schon austricket aus. Keine Ahnung, wie weit es da noch hier geht. Ja, jetzt stehe ich da mittendrin und da hinter mir dürfte das jetzt raus. Ja, schauen wir mal, tut weiter. Ja, ich suche schon die ganze Zeit einen Platz und ich glaube, ich hätte wieder mal meins gefunden. Wenn wir das so anschauen. Da hinten, der was da quer ist. Da liegen Ulrich die Astel nochmal rum. Das könnte man schon denken, dass das meiner wird. Den nehmen wir. Ja, jetzt machen wir es einmal gemütlich, bauen wir es auf. Ja, leider der Krabbel auch da. Ja, Freunde, bis 60 haben wir es da schon ein bisschen gemütlich gemacht. Ich möchte mir heute so eine kleine Tassensuppen weiter machen. Das müsste eigentlich reichen. Aber dafür halt extra mal mein 1,3 Liter mit. Na gut, der wird noch nicht einmal ein Drittel voll. Aber ist wurscht, ich wollte euch da auch noch nebenbei was sagen. Weil ich habe wieder meinen X-Boil dabei, meinen kleinen. Und wie ihr es wisst, habe ich auch meine Fierce dazu vom Leo, damit da Abstand ist. Aber die hat ja nicht jeder, darum werden wir die heute wegnehmen. Die stecke ich mal ein. Und ich zeige euch, wie man trotzdem mit dem X-Boil mit einem großen Topf, der was einen Henkel hat, zumindest kochen kann. Und das kennt ihr schon, oder? Video kann ich euch gerne da oben verlinken, dass ihr seht. Und mit dem kann ich mich da schön spülen, wie weit er halt drüber stehen soll. Relativ knapp, wenn es natürlich geht. Und das wird genauso funktionieren. Ob das jetzt ein Dreibein ist oder so wie jetzt nur ein Einbein, reicht vollkommen. Unteranspitzel ein bisschen in die Erden, wenn ihr da oben ein bisschen Astelweg stehen habt. Aber braucht es auch nicht, ich habe keins gehabt. Ich wollte da schon eine Kerben machen. Braucht man auch nichts. Unteranspitzen, einen im Boden. Mit der Schnurbahn müssen wir umwickeln und das halt. Ja, ich werde mir da jetzt auf alle Fälle mal ein Wasser rein tun. Dann werden wir das einmal kochen. Ich glaube, ich habe zwei so kleine wie mit, da brauche ich 180, 360 Milliliter Wasser. Das werden wir mal schauen, dass wir das zum Kochen bringen und dann einfach ziehen. Schauen wir mal. So, hat's mal an. Er brennt auch schon. Wind kommt von vorn, Löcher zu mir her stehen. Tisch ist ein neuer, ich habe mir eine neue Platten, das ist mein Schneidbrettel gewesen. Haben wir gleich gekriegt, das ist nicht viel kleiner. Und jetzt werden wir mal den da drauf hängen. Und mal schauen, so weit wie möglich runter. Ja, Freunde, hier seht ihr mit ein bisschen übersiedeln. Es hat schon wieder angefangen, das wird einfach zu heiß drunter. Das kann man einfach nicht auf einem Holzplattel. Ihr müsst schauen, dass das irgendwo am Boden steht. Es wird eindeutig zu heiß da drin. So, aber jetzt kann nicht mehr viel passieren, sag ich mal. Ja, der Tisch hat es diesmal überlebt. Habe ich schneller nachgeschaut. Ja, und ich sage, so ist das Ganze ja auch recht brauchbar. Steht es halt am Boden, da kann wenigstens nicht viel passieren. Es kocht, genauso soll es sein. So, jetzt lassen wir es noch 2 Minuten ziehen. So, wir werden die Suppe noch ein bisschen verfeinern. Gehört ja auch dazu. So da.
ich sag einmal Mahlzeit. Ja, geht. Zwar nicht so überwältigend, diese Suppen, aber der Bärlauch verfeinert das schon. So, haben wir erledigt die Suppe. Ah. Gut war's. Und auf alle Fälle kommt heute ein Käfchen noch dran, ist ja klar. Und zwar, ich habe heute schon so viel getrunken. Da habe ich heute nur die Kleine dabei. Das sollte mir heute reichen. Jawohl, er ist schon da. Da muss ich noch. Ja, Freunde, mein erster Gruß wieder an die Krankensessel, wie gewohnt. Und dann an alle anderen und gesund bleiben. Prost! Ja, der ist ja da unten angerissen und ich spüre immer wieder Vibrationen auf dem Baumstamm, wo ich sitze. Und jetzt, wo ich da eigentlich genau schaue, sehe ich eigentlich, der Ast hängt eigentlich gerade nicht mehr da oben fest. Und wenn der drüber rutscht, knallt er genau da runter. Na, das muss ich jetzt nicht haben, das habe ich komplett übersehen, muss ich gestehen. Ja, in dem Sinn werde ich meinen Kaffee austrinken, der ist eh gleich erledigt. Und werde da meinen Platz verlassen wieder. Weil ich mein Benzin noch genießen und nicht von so einem Witwenmacher da schlagen werden. Wird zwar nichts sein, aber ja, so schön. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich spüre es immer wieder vibrieren, wenn da ein bisschen Wind reinfährt. Ja, jetzt ist mir natürlich beim Reden der Akku ausgegangen. Aber gut, ihr habt gesehen, um was geht. Und ich packe zusammen und werde mich da ein bisschen vertschüssen. So, da haben wir heute nicht viel verwüstet. Der Rest stellt sich auf vom Bärlauch. Gehen wir. So, jetzt zeige ich das nochmal von der höheren Seite. Das ist der Ast, was da hängt. Also der ist eigentlich da, schon mehr drüben. Der hängt wirklich nur mit einem kleinen Astel da oben. Und der ist da natürlich extrem vorgespannt. Also ein Rutscher und der war in meine Richtung klatscht. Gut, das heißt für mich das nächste Mal ein bisschen genauer schauen. Dadurch, dass ich da gegen die Sonne geschaut habe, ist mir das gar nicht so wirklich aufgefallen. Ja, sowas kann jetzt auch gehen. Ja, was finde ich da? Muss mir mal einer erklären, wie die da herkommt. Gut, nehmen wir mit. Ja, und da schon die zweite. Ja, nehmen wir auch mit. Ja, dann will ich auch noch mal kurz erwähnen, ich bin heute mit meiner neuen Action Cam, der Hero 9 Black, unterwegs. Und ich weiß, diese Action Cams sind im Wald bei hell dunkel natürlich nicht gerade das Nonplusultra so bügeln, wie es von meiner großen Sony gewöhnt hat, jetzt da nicht geben. Da werden etliche Verwaschungen dabei sein. Dafür möchte ich mich gleich mal entschuldigen, aber muss mich da auch noch ein bisschen reinfuchsen in das ganze Teil mit den Einstellungen. Wird natürlich schon werden, aber im Sommer hätte ich gerne mal der ein bisschen unterwegs dabei, dass ich nicht immer die große mitzahlen muss, die ist da einfacher zum Tragen. Und ja, ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ja, Freunde, das soll es gewesen sein. Da draußen bin ich gleich auf der Straße. 50, 60 Meter, dann ist der Wald aus. Ich sage wie immer, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus, die Madeln und viert euch, die Buben.